Warum setzen die auch so plötzlich eine neue Sachbearbeiterin ein? Die will heute noch vorbeikommen. Ich frage mich echt, wie oft das Jugendamt uns noch überprüfen will. Naja, Lilichen ist eben ein Pflegekind und steht unter der Vormundschaft des Jugendamtes. Die Sachbearbeiterin muss sich ein Bild machen. Ich meine, die haben auch ihre Vorschriften. Ist doch egal, ob sie ihre Vorschriften hat oder nicht. Sie kommt. Das heißt, Leergut wegbringen, die Kleine baden, Zimmer durchsaugen, Fenster putzen und die Wäsche. Oh, Fenster putzen, scheiße. Das hast du bitte nicht gehört. Ja, also wenn ich euch mit irgendetwas helfen kann, dann sagt mir Bescheid, ja? Das ist lieb von dem Charlie aus, wir kriegen mich hin. Ich bin gleich wieder da. Ich weiß, das ist Bestechung und das sollte man nicht machen, aber bitte, bitte sag das böse S-Wort nicht, wenn die nette Tante gleich kommt, ja? Vom ersten Tag an quälen sich Eltern mit der Frage, ob sie dem Abenteuer Kinder überhaupt gewachsen sind. Wir versuchen, unsere Kinder vor körperlichem und seelischem Schmerz zu bewahren. Und doch kann es passieren, dass wir bei aller Vorsicht, ohne es zu wollen, genau das Gegenteil erreichen. Olli? Ich glaube, Lilly stimmt was nicht. Lilly? Hey, Lilly, sie atmet nicht. Endlich. Ich kümmere mich darum. Nein, Charlie? Grüße Sie, was ist passiert? Komm, jetzt sind ja die Sanitäter da. Ich verstehe das nicht. Was hat sie denn? Wir waren gerade erst mit ihr beim Kinderarzt. Sie hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Ja, das kommt bei Kindern eben mal vor. Olli, das wird nichts Schlimmes sein. Alles, was sie hat. Also müssen Sie mitnehmen. Ist ein allergischer Schock. Lilly muss mit ins Krankenhaus. Sie hat einen allergischen Schock. Die Kekse. Was ist denn hier los? Ich kann das doch nicht einfach so warten lassen. Du musst doch mal einer sagen, was los ist. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ja, ein allergischer Schock, ich weiß. Aber wie denn? Wir halten doch alles, was nur nach Erdnüssen aussieht, Kilometer von Lilly weg. Von Miri oder Anna. Oder vielleicht hat irgendein Gast ihr was gegeben. Einfach fremde Kinder füttern, das kann doch nicht sein. Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Olli, wir müssen aufpassen. Das darf nicht noch mal passieren. Wir müssen ein Auge drauf haben. Ich war's. Was? Das war einer von diesen kleinen Keksen, die immer beim Kaffee dabei sind. Ich wusste nicht, dass der Sporn von Nüssen drin sein soll. Und ich habe ihr einen gegeben. Sag mal, bist du bescheuert? Mann, ich wusste das doch nicht. Da musst du besser aufpassen. Verdammt, Olli. Du hast Lilly vielleicht umgebracht. Das ist ein... Das hätte jedem passieren können. Aber es ist nicht jedem passiert. Es ist mir passiert, mir, der jeden verrückt gemacht hat mit Kindersicherungen, Steckdosen und Kanten an Tischen. Du warst eben abgelenkt wegen dieses Schreibens vom Jugendamt. Aber sowas darf mich doch nicht ablenken, Charlie. Ich muss doch nachdenken. Mann, es können überall Spuren von Nüssen drin sein, überall. Olli, was meinst du, wie viele Eltern schon in der gleichen Situation, mit den gleichen Gedanken wie du hier saßen? Du kapierst es nicht, Charlie, oder? Christian hatte recht. Ich habe Lilly vielleicht umgebracht. Sie kommt durch. Ich habe gerade einen Arzt abgefangen. Können wir? Es ist alles in Ordnung. Das Herz, die Atmung. Können wir zu ihr? Wir können sie sogar gleich wieder mit nach Hause nehmen. Der Arzt, der hat mir noch so eine Notfallpackung Cortison mitgegeben. Die sollen wir das nächste Mal gleich geben, wenn sie wieder einen allergischen Schock hat. Nächstes Mal wird es nicht geben. Ganz sicher nicht. Olli, es geht dir gut. Es geht dir gut. Oh, bist du müde? Sie hat ganz schön was erlebt heute, hm? Wir setzen sie am besten in die Spielecke, da haben wir sie im Blick. Weißt du nicht, dass ein bisschen viel für sie krabbeln und so? Was denn? Sie sieht doch eigentlich wieder ganz fit aus. Bist du müde vielleicht? Hm? Ich würde sie trotzdem lieber auf dem Arm behalten. Olli, der Arzt hat doch gesagt, sie ist wieder auf dem Damm. Ich räume jetzt erstmal die Spieldecke auf. Das wird Charlie sein, die wollte uns noch was vorbeibringen. Olli, das Schlimmste ist überstanden. Guten Tag, Thea Schell ist mein Name. Schön, und? Wie, und? Danke, wir kaufen nichts.
Jetzt passen Sie mal auf, wenn Sie von irgendeiner Sekte oder so sind, können Sie gleich wieder verschwinden. Ich will Ihnen weder etwas verkaufen, noch will ich, dass Sie irgendwohin konvertieren. Ich möchte lediglich sehen, wie es der kleinen Lilly geht. Thea Schell, Jugendamt Düsseldorf. Ihre neue Sachbearbeiterin. Lilly wollte nicht schlafen. Andi nimmt sie eben. Andi? Unser Mitbewohner. Dann ist das hier sowas wie eine WG? Ja. Das ist Lillys Spielecke? Ein bisschen unordentlich, ich weiß. Wir wissen ja noch nicht, womit sie am liebsten spielt. Sie ist ja noch nicht so lange bei uns. Deswegen probieren wir einfach eine Menge aus. Sie probieren eine Menge aus? Ja, natürlich. Na dann. Also wir wollten gerade... Sie wollten? Nichts. Schauen Sie sich einfach in Ruhe um. Darf ich fragen, wer hier so ein kortisonhaltiges Medikament benötigt? Die liegt hier schon ewig rum. Ich glaube, die gehört... Lilly. Wir waren heute mit ihr im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Warum? Meinetwegen. Weil ich einfach nicht gut genug auf sie aufgepasst habe. Als ich ihr den Keks gegeben habe, ich habe einfach nicht nachgedacht. Das werde ich mir nie verzeihen und das wird auch nie wieder vorkommen. Verstehe. Aber sowas kann jedem mal passieren. Ich kenne das. Als mein Sohn 1¾ war, ist er in einen Nagel getreten und musste ins Krankenhaus. Ich habe mir wochenlang Vorwürfe gemacht. Ich bin eine schlechte Mutter. Aber das ist natürlich Unsinn. Es kann immer etwas passieren. Die Kunst ist, mit dieser Tatsache zu leben und sich im gesunden Maße natürlich zu entspannen. Meinen Sie? Das heißt, Sie wollen uns Lilly nicht wegnehmen? Wegnehmen? Um Himmels Willen, nein, natürlich nicht. Ich denke, Lilly hätte es gar nicht besser treffen können. Ihre Wohnung oder eher ihre WG, das ist gelebtes, sauberes Chaos. Sehr menschlich, sehr warm, sehr sympathisch. Ich habe schon ganz andere Wohnungen gesehen, das können Sie mir glauben. Da ist kein freier Reihenhaus, in dem das Kind nur mit Handschuhen Dinge anfassen durfte. Und die Drei-Zimmer-Wohnung, in der das Kind sein Zimmer mit Kakerlaken teilen musste. Kakerlaken? Sie machen sich keine Vorstellung, was ich in meinem Job für Elend sehe. Dagegen sind Sie der reinste Urlaub. Und Ihre Ehrlichkeit, das gefällt mir. Und mein Bericht wird dementsprechend ausfallen. Das ist ja super. Wollen Sie vielleicht noch einen Kaffee? Danke, ich muss weiter. Ich werde von Zeit zu Zeit bei Ihnen vorbeischauen. Ja, Sie sind hier herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hast du das gehört? Ja, wir sind die besten Väter, die sie sich vorstellen kann. Du vielleicht. Und ich dachte noch, hey, hör doch einfach auf und sag's ihr nicht. Wir hätten ja sagen können, das Cortison, das gehört Andi oder so. Aber er macht einfach weiter und erzählt und erzählt und hat sie sowas von beeindruckt. Und jetzt sind wir offiziell toll. Du hör mal, wie wäre das, wenn ich diese Frau Schell mal zu einem schönen Essen ins Schneiders einlade? Oder ich schicke ihr eine Kiste Champagner? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Sonst kommt das noch wie Bestechung rüber. Aha. Wir haben schon Ärger genug und außerdem... Außerdem was? Frau Schell hat recht. Das hätte jedem passieren können, auch mir. Als ich euch vorhin im Krankenhaus beobachtet habe, als ich eure Blicke gesehen habe, ich hatte einen Moment Angst, ihr trennt euch. Charlie, ich bin einfach total ausgeklingt. Es war ungerecht. Ich hoffe, Olli verzeiht mir. So lately you and I
Willst du hier schlafen? Auf dem Sofa. Tu's nicht. Olli. Das war gerade total bescheuert von mir. Wir machen alle Fehler. Selbst wenn wir noch so aufpassen, es kann immer was passieren. Und vorhin, als es dir total dreckig ging, da mache ich Honk dir auch noch Vorwürfe. Das war total daneben. Naja, ein bisschen vielleicht. Ich bin ein Idiot. Können wir der Verantwortung immer gerecht werden? Unsere Kinder vor allen Gefahren zu bewahren? Sicher nicht. Wir können ihnen nur unsere uneingeschränkte Liebe schenken und versuchen, sie zu eigenständigen und glücklichen Persönlichkeiten zu erziehen.